Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty hier im Tal mit unserem Rasi. Hallo! Jawohl. Wir hatten hier an dieser Stelle in der letzten Folge aufgehört. Wir haben die Häuser von innen dekoriert, beleuchtet. Wir haben die Außenbeleuchtung jetzt installiert. Wir haben hier diese Sitzecke gemacht. Ne? Und ja, hier auch ein bisschen Deko aufgestellt und so weiter. Ja, und was machen wir heute? Ich würde sagen, dass wir hier noch ein kleines bisschen weitermachen an Dekoration und so. Beziehungsweise, die haben ja noch überhaupt gar keinen Abtritt oder sowas in der Art, ne? Ich meine mal, das braucht man ja eigentlich auch noch, ne? Und hier wollte ich eigentlich ganz gerne, wenn es denn geht, ich muss erstmal die Beeren einsammeln hier. Beeren, komm, gib mir mal die Beeren. Wir sammeln mal schnell die Beeren auf hier. Das bringt uns auch wieder ein bisschen Flüssigkeit, ne? Vitamine vor allen Dingen. Für Rasi brauchen wir ja auch, ne? So. Und dann würde ich mal gucken, ob man hier irgendwie das noch ein bisschen hübsch gestalten. Denn wenn ich das Bergarbeiterdorf dann erstmal so weit fertig habe, dann ja, ich muss mal den Baum hier auch noch wegnehmen. Es nützt nicht. Der muss auch weg. Der stört mich jetzt doch ein bisschen hier. Ne? Dann könnt ihr hier in Ruhe arbeiten und wir in der nächsten, übernächsten, was weiß ich, Jahreszeit, sobald wir jemanden wieder passendes gefunden haben, dann hier reinsetzen mit, ne? So, jetzt weiß ich nicht, ob der ausstört hier. Ne, ich brauche einen Hammer. Und dann will ich hier erstmal so ein bisschen so. Ja, eigentlich bräuchten sie ja auch noch ihren Abtritt, ne? Den habe ich auch noch nicht gebaut. Aber da machen wir irgendwie noch eine Ecke, wo wir das hinpacken. So. Die Bären stören mich jetzt hier doch also ein bisschen, ne? Das ist für mich, naja, ich will nicht gerade gestrüpp sagen, aber es kommt dort da darauf hinaus, läuft. Da läuft es darauf hinaus, meine Güte, kann ich wieder nicht reden. Okay, das geht nicht. Dann eben nicht. So, gut. Ja. Ja gut, dann lassen wir das. Ja, das passt schon. So. Da haben wir es hier. Und ihr kriegt jetzt... Ich würde sagen, dass wir das vielleicht hier hinsetzen könnten. Da haben die hier wenigstens schon mal den Abtritt, ne? Jetzt, wo wir das ja bauen können, ist das ja schön, ne? So, kriege ich hier vielleicht zufälligerweise auch noch eine Schüssel daneben? Ja, kriege ich. So, jetzt muss ich gucken. Ich setze erstmal dieses Spalier. Oder nee, mache ich gar nicht. Ich setze das anders. Das setze ich irgendwie mal anders. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Das ist ja doof. Nee, ich habe es komplett doof gebaut. Weg damit. Das habe ich blöd gemacht. Nee, so geht's nicht. Ei Gott, nee. Was mache ich denn hier? Oder wir machen es eben halt ohne den ganzen Kladderadatsch drumherum. Ach ja, schon wieder bin ich unschlüssig, schon wieder habe ich Material verschwendet. Es ist doch ein Kreuz mit mir hier. Dann muss ich das... Wie mache ich das denn jetzt? So...
Jetzt habe ich auch noch Wasser verschwendet, ne? Oh Gott, bin ich schlecht. So, ich muss mal den Busch. Ne, da kommt er wieder. Ach, das ist der Mist. Das wollte ich doch nie. Okay, gibt es ihm keine Wasserschüssel. Hä? Zweige. Gibt es ihm keine Wasserschüssel, dann ist das so. Könnte passen, oder? Dann brauche ich den Zaun. So. Die Frage ist, wie rum ist es jetzt richtig von hier? Sieht gut aus, oder? Machen wir das so. Klar. Geht ja nicht anders, ne? So. Hauptsache, die können irgendwo hingehen und, ne? Das brauchen wir ja. So. Okay, da hätten wir das. Jetzt muss ich hier rein, dass ich das von innen noch falsch rumgebaut. Ah, ist egal, wir lassen es. Ich tue das jetzt nicht mehr abreißen. Ich reiße es nicht ab. Nee. Ihr habt nichts gesehen, ne? Habe ich hier noch gar keinen Weg gezogen? Nö, ne? Offensichtlich nicht. So, da können die hier erstmal auf die Toilette gehen. Wie gesagt, eine Schüssel kriege ich jetzt hier ja keine her. Nee, das ist... Aber wenigstens noch eine Beleuchtung. So. Gut. Die haben ihr's. Hier wird's Mist, ne? Na gut, dann muss das bleiben. Und wie mache ich das jetzt hier? Hätte ich gerne jetzt hier auch noch irgendwie gebaut, aber... Vielleicht finden wir noch ein anderes Plätze. Vielleicht finden wir ja noch ein anderes Plätze. Ne? So, dann machen wir das jetzt hier oben noch. Ach, wir können auch eins hier dahinter packen noch. Wartet mal, das geht doch. Okay, denke ich. Hoffe ich. Ne? Wenn ich mich nie wieder dämlich anstelle. Oder können wir das auch so rumstellen? Ja gut, eine Waschschüssel steht ja eigentlich. Ich brauche tatsächlich erst einmal. Das ist. Nee, das ist bescheuert. Wie kriege ich das jetzt hier am besten gelöst? Ich packe das jetzt hier wieder hin. So. Ich habe es eben mit den Spalieren, ne? Das ist eben das, was ich mag. Ne? Weil ich irgendwie gefallen die mir ja auch. Und deswegen mache ich das auch so. Ja.
Okay. Hier dran. Ja, es reicht eins zu, das setzen wir ein bisschen mittiger hin, so. Und jetzt ich glaube, das wird jetzt hier so nicht funktionieren, oder? Doch. Doch, geht. Ob das jetzt richtig rum ist, ja? Weiß ich nicht. Ich sehe das irgendwie immer schlecht. Ich weiß auch nicht warum. Es ist halt so. Mann, ich wollte es drehen. Warum drücke ich dann auch immer wieder die verkehrten Tasten? Das ist doch schlimm. So. Okay, so. Und da gehen wir rein und bauen das. Das ist jedenfalls mal richtig rum. Nur jetzt habe ich es richtig gemacht. Genau, so. Eine Riesenlücke? Ne, das geht nicht. Das geht nicht. So. Besser. Und Licht noch, ja. So. So. Genau. So, und dann machen wir hier. Das. So. So. Ist eine kleine Lücke ist, aber ansonsten geht's. Ne? So, die haben dort hinten ihren Abtritt. Die müssen sich halt einteilen irgendwie oder ich oder weißt du was. Es reicht doch zu, wenn wir den bloß hinstellen. Ne? Wir müssen es doch nicht so dekorieren überall, wie ich es jetzt hier bei den anderen Häusern gemacht habe. Wir können ja den jetzt hier so dran stellen. Das passt, das geht auch. Ne? Na, noch ein Stück rüber geht nicht. So, stellen wir den hier hin. Wir können ja hier so Zäunchen bauen. So. Und da muss nichts dran jetzt. Das bleibt ohne irgendwelche Deko. Und da haben die hier ihren Abtritt auch und das passt. So, ein bisschen Licht gibt es da auch noch hin. So, genau. Ne? Ja, die dort oben haben keinen, aber oder wir stellen das genauso auch bloß dahin. Irgendwie. Ne? Das müsste ja gehen. Hier sind noch Bärchen. Ja, dann nehmen wir die jetzt mal schnell ab, weil die würden dann verschwinden, sobald ich einen Weg ziehe. Ne? Da ernten wir die Bärchen noch ab. So, das reicht, denke ich. Da kriegen die hier, wo könnte ich denn den hinstellen? Die Frage wäre ja jetzt, passt der hier daneben oder muss ich den doch dahinter stellen? Na doch, das würde hier noch mit hingehen, ne?
Zu uneben. So, packt man hier hin. Okay. Dann Fichte weg. So. Gut. Nee, passt nicht. Ich sehe aber auch nichts, ne? Das ist das Problem. So. So. Gut. Passt, wackelt und hat Luft. So geht's auch. Ne? Beleuchtung ist schon davor. Passt doch. Haut hin. So, da haben die alle ihren eigenen sozusagen Abtritt. Hier hinten stand auch einer. Okay. Waschen können sie sich hier. Genauso wie die Leute hier, die hier wohnen. Ja, da haben wir das doch. Ja. Naja, da ist schon wieder fast der Tag rum, ne? Haben wir schon wieder einen Sommertag um die Ecke gekriegt. Und wenn ich das so richtig sehe, wechseln wir jetzt in die nächste Jahreszeit. Klasse. Da haben wir die Jahreszeit schon wieder rumgekriegt, na sowas. Okay. No, da würde ich sagen, ich bastel hier noch ein bisschen. Ich meine, wenn ihr mir immer bloß beim Toilettenbauen zugucken sollt, ist das ja vielleicht auch nicht so spannend. Also ich bastel da mal hier noch ein bisschen rum. Und wir sehen uns dann in der neuen Jahreszeit, sprich im Herbst wieder. Okay, bis dahin. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Interesse, fürs Dabeisein. Wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns, wenn ihr denn wollt, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Goodbye.